Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warface. Ja, wir spielen heute mal wieder eine Mission, in der wir dem Wahnsinn verfallen werden. Ich weiß, scheiß Wortspiel, es tut mir leid, aber in irgendeiner Form auch nicht. Und, warum sind da eigentlich zwei Helikopter? Das heißt, hier sind zwei Warface-Teams, okay. Wir haben einen Medic, wir haben einen Engine, wir haben drei Schützen. Es fehlt mir irgendwie dezent ein Sniper. Möchte ich mal anmerken, mir fehlt ein Sniper, weil solche Scharfschützen, die können doch manchmal einem das Leben retten. Also jetzt nicht diese Scharfschützen, ganz im Gegenteil, die können einen eher das Leben nehmen. Aber ihr wisst schon, was ich meine. So, ist hier irgendwo was? Ist hier irgendwo was? Nein, okay, dann springen wir mal und machen das Tor auf. Wir werden so verkacken, wir werden so verscheißern. Okay, jetzt wird die direkt schon geballert. Nett. Da stirbt auch schon einer. Wird auch fröhlich vor sich hingeballert. Nett. So. Ich habe so ein bisschen... Das blaue Auto. Warum hat es sich bewegt? Warum hast du dich bewegt? Ein Geisterfahrer. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ernsthaft, warum hat sich das Auto bewegt? Das wäre jetzt so ein bisschen, unnötig. Trifft das ganz gut. So. Ja. Yay. Jetzt geht's wieder gut. Naja, mehr oder weniger. Okay. Hier fliegen Dinge durch die Gegend. Es passieren Dinge. Diese Map ist eindeutig verflucht. Autos fahren einfach so. Also, oder rollen, besser gesagt. Also das kann man eher rollen bezeichnen als fahren. Und lass mich mal hier hoch, bitte. Hoch, 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 komm. Wer will hoch? Danke. So, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas sagt mir, dass es hier oben gut ist. Okay, da ist der schwere Schütze. Ist sonst irgendwo noch andere Gegner? Wir laden mal kurz nach, um ein bisschen Feuerkraft zu besitzen. Und ansonsten haben wir da nur den schweren Schützen, ne? Ist da irgendwo ein Gegner? Nein. Ist es... Doch, doch! Doch, 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 doch! Oh, Wunder. Es sind doch Gegner da. Wo rennen die denn hin? Rennen irgendwo hin? Ich habe keine Ahnung. Eventuell kommen die hier irgendwie gleich raus. Ich weiß es nicht. Eventuell, vielleicht. Mal schauen. So. Wenn der sich umdreht oder umkippt, dann haben wir auch was gemacht. Nämlich gar nichts. Und Gott. Wir werden so verkacken. Okay. Das sind die lästigsten Einheiten in solchen Missionen. Und ich dachte ernsthaft da hinten, dieses schwimmende Teil da ist ein Gegner. Und jetzt bin ich tot. Lebt unser Medic noch? Ja, lebt er. Bitte regenerate me. Survive. Er ist tot. Okay. Nope. Gott, diese Laserpointer-Teile. Und wer hat den dann bitte schön erschossen? Wer hat den Medic erschossen? Wer von euch war das? Wer hat das gewagt? Wer hat es gewagt, den Medic zu erschießen? Okay. Danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe, Ohre. Danke. So. Wir werden sie verkacken. Der Medic ist tot. Ich verspreche mir ernsthaft nicht viel raus. Was habe ich gesagt? Okay, hier ist kein Gegner. Ich sagte, hier ist kein Gegner und prompt wird mir in den Rücken geschossen. Toll. Ja. Bin ich auch echt an seiner Spitze. Junge, kipp doch mal um. Okay. Okay. Das sieht nicht gut aus, möchte ich erstmal, ehrlich gesagt, mal erwähnen. So, komm. Läuft hier noch irgendwo ein Gegner frei rum? Ich weiß es nicht, aber jetzt kommt der Bossgegner und ich habe Angst.
Weil in diesem Match gibt es einen Bossgegner. Toll. Ich sehe jetzt schon, dass ich meine 200 Wiederbelebungsmünzen auf jeden Fall verbrauchen werde. Ja, ja, ja. Du und deine neuen Befehle. Meine Güte, ich bin einmal gestorben. Ich bin einmal jetzt gestorben. Ist so schrecklich. So deprimierend einfach. Und irgendwo hier ist ein Rocket Tiny. So. Ich finde es ja cool, wenn man die Waffen vom Gegner aufheben könnte. Fällt mir gerade so ein. Dann könnte ich einfach von den ganzen Rocket Tinys, würde ich versuchen, mir die ganze Zeit die Raketen zu spitzen. Mit denen dann irgendeinem Gegner in die Luft zu sprengen. Aber egal, wir werden da vorne eh gleich ganz viele Raketen bekommen. Und meine Güte, weißt du, wie knapp das war? So. Okay. Da ist nicht jemand tot umgekippt. Das freut mich. Okay. Ihm geht's nicht mehr so gut. Das freut mich auch. Abgesehen davon, dass da hinten jetzt die Teile spawnen. Okay, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Scheiß drauf, dass du hier von einem gigantischen Mech angegriffen wirst. Einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen, einfach schießen. Einfach draufballern, einfach draufhalten, einfach abhauen und in Deckung gehen. Oh Gott, bitte, bitte bekisten. Bitte geht nicht kaputt. So, Raketenwerfer. Wird sich mal herausstellen, wie gut du bist. Nicht sehr gut, okay. Ach, hallo, wie geht's so? Du bist mir ehrlich gesagt etwas zu nah an mir dran, möchte ich gerne feststellen, ja? Hilfe? Leute, ich habe hier ernsthafte Probleme mit einem gigantischen Mech. Hilfe. Vor mir steht ein wahnsinnig gewordener Mech. Okay, warum werde ich es nur bereuen, nach hier unten gegangen zu sein? Okay, ich werde es nicht bereuen. Doch, werde ich. Junge, komm her. Komm her. Dicky. Ich werde es bereuen. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich werde es bereuen. Hilf mir mal. Warum schießt ihr auf den Mech, meine Güte? Warum tut ihr das? Meine Güte. Die nehmt's aber auch pingelig mit der Hitbox. Ah, scheiße. Ja, das hat nicht viel gebracht. Hauptsache rennen, Hauptsache rennen, Hauptsache Deckung. Danke. So, komm. Wieder verfehlt. Toll. Weil die es immer wieder so pingelig nehmen mit der Hitbox. Ui. Und ich bin wieder tot. Dank des wundervollen Granat-Raketenwerfer von ihm. Warum muss der auch so overpowered sein? Und er kann die Kisten zerstören. Scheiße. Nee, ist ernsthaft. Warum muss der Raketenwerfer so overpowered sein? Das ist unfair. Was ist mit den Gegnern, die nicht so viel gegen dich ausrichten können, hm? Wie ich zum Beispiel. Junge. Hä? Wo ist meine Waffe? Ich... Hä? Leute, ich habe ein Problem. Ich kann meine Waffe nicht spielen. Ich kann hier... Ich scheiße. Fuck. Ah, jetzt. Okay. Okay. Okay, man kann hier doch seine Waffen benutzen. Oh, ich muss... Oh, das ist doch scheiße. Gott, danke. Ey, das ist ja ein Albtraum. Komm her, Dicky. Komm, jetzt kommt Kill. Ganz im Ernst, doch jetzt bitte. Irgendeiner soll Fetti doch jetzt mal treffen. Bitte.
Komm her. Lass uns tanzen. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Jetzt gibt's volle Breitseite. Scheiße, gibt's nicht. Er hat noch überlebt. So. Nein, ich war mir jetzt gerade überhaupt nicht siegessicher. Hochmut kommt vor dem Fall. Gott. Ey, ist der lästig. Danke, dass wenigstens ich den Mech zerstören durfte. Danke. Komm hier, los, explodier doch. Der explodiert nicht mal. Kann ich mir hier noch eine Rakete... Ja, ich kann mir noch einen Raketenwerfer schnappen. Yay. Jutz, ich habe einen Raketenwerfer. Der andere Typ auch. Oh mein Gott, soll ich's machen? Soll ich's machen? Oh mein, ich will's mal. Ja, Alter, alles hat gerade in mir geschrien, das zu machen. Es wäre so eine Scheißaktion gewesen. Es wäre so eine Scheißaktion gewesen. Mann, soll ich jetzt einfach auf den Boden? Soll ich einfach auf den Boden? Soll ich einfach auf den Boden? Was haltet ihr alle davon? Soll ich auf den Boden ballern? Hm? Wer von euch hat noch überlebt? Hm? Oris, Oris, Oris. Amenu. Okay, es wäre so asozial gewesen, das zu machen. Einfach im Raketenwerfer auf den Boden ballern. Aber okay. Dann zeig mal bitte die Werte. Oh, ich hatte die höchste Schussgenauigkeit. Okay. Ciao, bis nächsten Folge. Auf Wiedersehen.